bringen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Soll mich das erschrecken? Hallöchen, meine lieben Pikachus, was geht ab, euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einer weiteren Trap King Folge. Heute allein, nein, Spaß, moin Pet. Hi. Moin, das ging schneller, ne, als einfach so zu mir zu kommen. Ja, klar, kein Problem. Wir bauen uns Fallen wie immer, Leute. Falls ihr mehr sehen wollt, Daumen hoch nicht vergessen, kräftig den Like-Button weghauen. Und ganz wichtig, Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, geht mal alle runter, klickt auf diesen roten Abonnieren-Button genau jetzt. Und like das Video, wir legen los. Ich habe coole Fallen am Start, viel Spaß. Okay, wir sind unten am Ort des Geschehens. Die Mauer wird gesetzt, damit wir Pet endlich nicht sehen müssen. Hallo. Und dann bauen wir uns jetzt Fallen. Leute, aber hey, hallo, hallo. Ich wünsche euch natürlich nochmal viel Spaß. Ey, das ist verboten hier. Und jetzt muten wir uns beide. Ciao, Pet, bis gleich. Okay, okay. Ich habe mir ja in den letzten Tagen, beziehungsweise, ich glaube, von euch aus gesehen, vorgestern, kam eine schöne Trap King Zuschauerfolge. Und da habe ich ein paar Fallen gesehen und die werden wir mit einbauen. Und noch ein paar andere Sachen. Aber zuerst geben wir uns einfach mal einen Command-Block. Denn ich habe jetzt hier ein paar Befehle reingeschrieben. Ich zeige euch gleich, wofür wir sie brauchen. Als allererstes bauen wir uns allerdings was. Okay, ich habe ihm eine Pyramide gebaut. Das geht ja auch ganz gut mit World Edit. Das wusste ich tatsächlich bis gerade noch nicht. Problem ist nur, diese Pyramide ist ausgefüllt. Das ist aber kein Problem. Wir geben ihm hier einen schönen Eingang oder bauen ihm halt hier eins. Und zwar kennt ihr ja diesen Weg aus der letzten Folge. Ich will das ein bisschen mit einbauen, weil deswegen spiele ich ja auch Zuschauer Trap King. Er hat dann hier diesen Weg. Und was dann passiert ist, dadurch, dass wir unsere Konzentration die ganze Zeit nur auf diese Druckplatten hier legen, fällt hier eventuell danach die Konzentration ein bisschen weg. Zumindest ist das meine Hoffnung. Kurze Erklärung, ich habe jetzt nämlich was gebaut und das Ganze sollte auch funktionieren. Ich zeige es euch trotzdem vorher noch einmal. Er geht hier durch, das kennen wir ja schon. Hier kann er ruhig noch drüber springen, das ist ja egal. Später kann er sich nicht mehr durchbacken, da gibt es nur diesen einen Weg. So, dann ist das Ganze jetzt noch ein bisschen auffällig. Hier kommen nämlich noch Druckplatten hin, also am Ende. Oder warte mal, ich zeige es euch so, wie es am Ende aussieht, weil sonst seid ihr gleich verwirrt. Also hier kommen noch ein paar Druckplatten hin. So, wir fliegen jetzt wieder auf die andere Seite und dann spielen wir das Ganze mal kurz durch. Er geht hier durch, wie gesagt, überall jetzt auf dem Boden Sandstein. Und am Ende des Tages passiert das, dass er hier drüber läuft und das Ganze weggezogen wird. Problem ist nur, warum wird das nur so eine kurze Zeit weggezogen? Das ist doof. So, jetzt klappt's aber. Also, das Ganze wird hier so hin platziert. Dann läuft der hier durch und zack, die Dinger schieben aus oder fahren aus. Und er fällt hier runter. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht, weil es gut verpackt ist, muss ich sagen. Und das Ganze müssen wir jetzt nur, hoppala, hier von der anderen Seite wieder zubauen mit den Dingern. Und dann sollte alles auch eigentlich klappen. Ich hoffe mal. Also das Ganze geht hier auf jeden Fall jetzt weiter mit den Druckplatten. Dann würde ich sagen, machen wir zwei verschiedene Dinge. Wir stellen ihm ein kleines Rätsel. Und ich bin gespannt, wie lange er braucht, um darauf zu kommen, Freunde. Wenn er anschließend hier weiterläuft, kommt hier natürlich nochmal Grascovering. Wie auch immer. Einmal pro Folge muss. Nee. Aber dann baue ich ihm hier noch. Ich würde sagen, dieses gleiche, was ich quasi mal bekommen habe. Sprich also hier mal Wasser und dann nehmen wir noch blaues Glas oder hellblaues Glas. Eins von den beiden wird ja wohl gut aussehen. Ja, ich glaube, das ist auch das Richtige. Das Dunkle könnte zu dunkel sein. Ja, ich würde lieber das Helle nehmen. Sieht aus wie Wasser, ich sag's euch, Leute. Das zum einen. Und dann machen wir das Ganze direkt noch einmal. Wir haben aber noch fürs nächste Mal die Möglichkeit offen, dass wir das Ganze so verstecken mit dem Trap-Seil, dass er dann runterfliegt und das Ganze zugeschoben wird. Das ist auch noch eine Sache, die wir machen können. Aber dann verstecken wir jetzt hier noch ein paar Buttons. Nicht allzu viele. Ich will nur gucken, ob er es schafft. Und zwar kommt hier dann ein Dia-Block hin. Und dann schreibe ich hier ein Schild drunter, Find the Button mit einem Pfeil nach oben. Sprich also, er muss einen Button finden, den er dann hier drauf setzt. Soweit, so gut. Wenn er den Button dann drückt, steht hier hinter Sieg. Also quasi, er gewinnt logischerweise. So, was wir hier allerdings machen. Wir setzen hier einen Command-Block hinter. Wir haben zwei Stück, wie gesagt, vorgespeichert. Hier setzen wir einen hin. Und dann zeige ich euch mal, was passiert. Wenn er den drückt, kriegt er ein Pumpkin aufgesetzt. Richtig, richtig cool, muss ich sagen. Der Befehl ist echt nice. Das Ganze muss ich jetzt nur umändern in Crafting Pad, damit auch er es wirklich bekommt.
Und dann machen wir das gleiche nochmal hier, würde ich sagen. Und hier kommt das andere Ding hin und ich zeige euch, was dann passiert. Wenn er den Button drückt, kriegt er... Nix? Nein. Er kriegt einen Button in seinen Kopf gesetzt. Genau, das geht halt per Befehl, was ganz cool ist. Und das müssen wir auch nochmal umändern in Crafting Pad. Und dann sind wir, würde ich sagen, für heute schon am Ziel. Eine ganz andere Art und Weise heute mal, würde ich mal sagen, so ein bisschen mit einem kleinen Rätsel am Ende. Weitere Fallenideen könnt ihr mir liebend gerne in die Kommentare schreiben. Lasst euch da ruhig Zeit, schreibt einen Text für mich. Ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal bei meinem Merch vorbeischauen. Es gibt noch 3 Teile zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt seit, ich glaube, 3 Tagen sogar schon. Also wirklich nur noch 3 einzelne Teile sind verfügbar, nicht mehr viel. Die restlichen 97 sind weg, schöne T-Shirts und Pullover gibt es bei mir im Shop. Würde mich ziemlich freuen, falls ihr nochmal vorbeischaut. Eventuell habt ihr ja Glück und seid unter den letzten 3. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir noch hier kurz eine Wand hin und dann sind wir auch so gut wie fertig und der Pet kann rüberkommen, beziehungsweise ich kann zu ihm rüberkommen, wie auch immer. So, die Mauern sind gesetzt. Das Doofe ist, er sieht jetzt eigentlich, ja, das ist wirklich doof. Er sieht gar nicht, dass es eine Pyramide ist, ne? Reicht's nicht, wenn ich nur das hier wegsetze? Ja, das reicht auch, ne? Dann kommt er ja auch nicht hoch. Das würde auch reichen. Sehr nice. So, Pet, bist du auch fertig? Ich bin auch fertig, ja. Du bist mega weit unten. Hat das was zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich komme auf jeden Fall erstmal zu dir rüber, würde ich sagen. Lol, ja. Bei dir ist auf jeden Fall irgendwas mit einer Höhle, sehe ich schon. Darf ich loslegen? Das loslegen, ja. Okay, dann schaue ich mal. Es geht hier auf jeden Fall runter in eine Höhle. Mhm. 2 Wege. Ich glaube, ich gehe erstmal geradeaus. Es ist halt lost, weil es meine Falle ist, die ich dir mal gestellt habe. Aber dadurch, dass wir sie sehr lange nicht mehr hatten, aber die funktioniert jetzt nicht noch einmal, ne? Das ist ein bisschen, nee, also du könntest jetzt theoretisch wieder durchrennen. Also wenn du schnell bist, schafft man das auch durch, meine ich. Ja, ich glaube auch. Einmal probieren wir es noch. Moment. Okay, let's go. Diese, man kann schaffen. Man kann es wirklich schaffen. Okay. So, jetzt gehen wir hier runter und... Ja, das... Ja. Hätte ja klappen können. Glücksrad. Oh nee. Warte mal. Eine Sache musste ich da drüben noch austesten. Ich glaube, ich habe nur eine Seite aus... Achso, kannst du es nochmal hier hinsetzen? Oder war da gar nichts mehr? Ja, ich mache... Also da war eh nichts mehr von dem her. Ja. Okay, ich glaube nämlich, ich habe nur eine Seite ausgesetzt. Okay, dann passt's ja. So, okay, hier geht's hoch und hier geht's hoch. Glücksrad, oh Gott. Boah, ich bin gespannt, wie viele Versuche du brauchst. Versuch 1, du kannst hier deinen Spawn hinpacken. Ja, mach ich beim nächsten Mal. Versuch 2, okay. Versuch 3, okay. Versuch 4! Was? Oh, 4 Versuche, eigentlich gut. Lost! Aber der Rest war überall Kill, oder was? Ja. Okay, nice. Ja gut, da hast du dir, oder hast du meine Falle, hast du mir die nachgebaut? Hast du in mein Video reingeschaut? Weißt du, was das ist? Hä? Jetzt muss man nachdenken, was das hier war. Was? Ich dachte eigentlich, das fällt dir selbst auf. Was denn? Ich hab einmal bei dir, glaube ich, in die Kommentare reingeschaut und da hat einer geschrieben, mach mal die Fallen von Trap King Folge 1. Ja, habe ich gesehen, aber habe ich schon mal gemacht, deswegen. Und jetzt waren das hier die Fallen von Trap King Folge 1. Ach, das genau waren so. Alle? Genauso? Ja, genauso. Auch ein Glücksrad? Ja. Und mehr hatte ich damals nicht gebaut? Nö. Crazy. Okay. Leute, ich würde sagen, Pet kann jetzt mal zu mir rüber. Das war tatsächlich eine Falle, die geklappt hat, weil sie gut eingesetzt war von Pet und weil wir sie sehr lange nicht mehr hatten. Ja, es kommt natürlich von, weil sie von dir ist. Und natürlich, weil sie von mir ist, Leute. Ist klar. Dann würde ich sagen, darfst du jetzt auch mal loslegen hier auf meiner Seite. Gehe ich in die Luft irgendwo? Also ist hier eine Sandmine? Ja, das ist die Frage natürlich. Wo muss ich jetzt wirklich alles durchlaufen? Ja, nein, musst du nicht. Ja, muss ich nicht. Die Frage ist, ob ich nicht trotzdem was verfehle. Das ist ja die Hauptfrage. Da habe ich extra nur keine höhere Wand gesetzt, damit du siehst, dass es eine Pyramide ist. Das hätte man sich denken können, aber eine schräg gebaute Pyramide. Nein, die ist nicht schräg gebaut. Die ist mit World Edit gesetzt. Die ehrlich? Ist komplett gerade, ja. Stimmt, das täuscht hier nur. Okay, ich nehme alles zurück. Jo, danke. So, was danke, haben wir jetzt hier? Lol, das ist geil. Hey, was passiert jetzt hier? Jetzt pusht du mich einfach in die Wand. Hey, das heißt, ich kann doch eigentlich... Ah ja, jetzt bin ich... nicht safe. Du bist immer safe, glaube ich, tatsächlich. Was ist denn dein Plan? Weiß ich selbst nicht. Mich hier durchzubuggen ist mein Plan. Ach, Alter, geht das auf den Sack? Da kommt euch eh irgendwas. Es ja! war so klar. Es war so klar. Ich hab das einfach so... Ich wusste es ganz genau, aber voll eigentlich gut gemacht. Nice. Nicht nur eigentlich, es hat ja geklappt. Es gibt einen. Aber man kann auch hoch. Es gibt einen. Ja, geht auch.
Da ist aber nichts. Ich hatte erstmal was anderes vor. Okay. Hab's dann aber doch gelassen. Ich hab mich gerade gewundert. Nein, da ist nichts. Hä, und kann man hier überleben? Ja, klar, kann man überleben. Ah, lol. Okay, nice. Alles nice. Bedacht, mein Freund. Alles bedacht. Ich jetzt wäre hier. Hier fehlt natürlich dann die klassische Grasfalle, ne? Wo ist die Grasfalle hier? Ja, da haben wir sie, ne? Die darf natürlich auch nicht fehlen. Natürlich, ne? Darf sie nicht fehlen, Pat, ich meine. Besonders, warum sollte auf einmal so aus einer Pyramide so eine Gras, also so ein Gras. Ja, weil man dazwischen kommt. Nicht baut. Ich habe nicht die ganze Welt gleich Sandstein gesetzt, sondern nur das, wo ich quasi die kleinen Teile baue. Deswegen war da wirklich Gras. Also das Gras habe ich da nicht hingesetzt, da war wirklich Gras. Okay, das glauben wir dir einfach mal, würde ich sagen, ne? Yes. Aber da komme ich jetzt hundertprozentig nicht durch, weil ich gegen die Decke knall. Ja, das heißt, dass du einfach kein guter Minecraft-Spieler bist. So, und jetzt darfst du dir... ja. Du darfst machen, was du möchtest. Dann verlasse ich das Spiel. Dann mach das. Oh, okay. Keine Ahnung. Also, als ob diese Knöpfe irgendwas bringen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Soll mich das erschrecken? Das sieht lustig aus. Hä? Sollte mich das erschrecken? Na, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat das ja was mit dem, mit der Lösung zu tun. Hm? Sind da Endermänner oder was? Ah, lol, ich hab den Button schon. Ja, Kollege. Ja, oh mein Gott, eigentlich voll krass gemacht, wirklich. Es wäre mir nie aufgefallen. Warum ist es dir denn aufgefallen? Ich weiß selbst nicht, warum mir das aufgefallen ist. Du bist ja nicht mal in eines der Löcher gesprungen. Ich weiß auch nicht warum. Ohne Scheiß, ich hab keine Ahnung. Ein Loch. Okay. Jetzt bestimmt wieder so ein... Ja, es war so klar. Junge. Oh, nice.